Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums lud die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Berlin am 17. Oktober 2012 zu einer großen Veranstaltung mit anschließender Einweihungsfeier des neu renovierten Observatoriums ein. Die beiden Gründungsväter, der Initiator und Industrielle Werner von Siemens sowie der erste Präsident Hermann von Helmholtz, setzten den Grundstein für das bis heute andauernde enge Verhältnis zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Im Audimax der TU Berlin fanden Vorträge zur modernen Metrologie statt. Der Präsident der PdB, Prof. Dr. Joachim Ulrich, sowie der ehemalige Präsident, Prof. Dr. Ernst Otto Göbel, begrüßten die geladenen Gäste. Interessiert verfolgten die angereisten Wissenschaftler und Mitarbeiter der PdB Vorträge zur Neudefinition der physikalischen Basiseinheiten, zukünftige Clip-Technologie und moderne medizinische Bildgebung. Im Anschluss begaben sich die Gäste auf das Gelände des Observatoriums. Bei dem gelben Backsteingebäude handelt es sich um das älteste Gebäude der PdB. Es wurde sorgfältig nach denkmalgeschützten Maßstäben renoviert. Die Gäste nutzten die Zeit mit angeregten Gesprächen und dann kam eine besondere Überraschung. Herr Ruprecht von Siemens, Urenkel des Gründungsvaters, fuhr mit einem schicken Oldtimer vor. Er chauffierte den Präsidenten Prof. Dr. Ulrich sowie Vertreter aus der Politik und wurde von den Zuschauern begeistert empfangen. Zur feierlichen Eröffnung des neu renovierten Observatoriums wurden noch einige Worte zu den gespannten Gästen gesprochen. Und dann war es endlich soweit. Gemeinsam wurde das Band durchtrennt und der Zugang zu dem Observatorium freigegeben. Und auch die Presse war vor Ort, um dieses besondere Ereignis festzuhalten. Im Gebäude angekommen, erfuhren die interessierten Besucher alle wichtigen Informationen über die Geschichte und die heutige Nutzung. Bei dem anschließenden Rundgang wurde die neue Kuppel bewundert und die aufwendigen Renovierungsarbeiten in Augenschein genommen. Das historische Gebäude wurde im Inneren mit modernster Laborausstattung für medizinische Messtechnik versehen und ist ein gelungenes Beispiel für die Verbindung von Tradition und Moderne. Im Hermann-von-Helmholtz-Bau fand im Anschluss die Festveranstaltung statt. Den Festvortrag »Ein Schatzkästchen für die Physik« hielt Prof. Dr. Hans Koch, Leiter des Instituts Berlin der PdB. Am Abend konnten die Ereignisse des Tages in geselliger Runde ausgetauscht werden. Bei stimmungsvoller Musikuntermalung wurde an vielen Tischen auf die 125-jährige Erfolgsgeschichte der PdB angestoßen.